Und ein Moinsen zum Vorbericht Nummer 1 quasi. Nummer 2 bekommt ihr natürlich am Donnerstag hinterher, der natürlich ein bisschen VfB-spezifischer ist. Eben zum Südschlager, Samstag 15:30 Uhr. Und ich habe, wie auch mit dem Benni gegen Frankfurt, hier einen weiteren guten Kollegen am Start. Der Bayern-Fan ist der gute Niklas. Darf sich mal kurz vorstellen. Jo, servus auch von mir. Ich bin der Niklas, bin Bayern-Fan. Eigentlich schon mein ganzes Leben lang. Neben Fußball verfolge ich auch noch Football. Hab da auch einen Podcast. Felix hat gemeint, er verlinkt ihn auch. Dafür bedanke ich mich schon mal. Schön, dass ich da sein darf. Und ja, ich freue mich auch aufs Spiel am Samstag. Sehr schön. Ja, komm mal zum Thema Bayern-Stuttgart oder vor allem zum Thema Bayern natürlich. Ihr habt jetzt morgen nochmal Champions League. Also morgen für uns, heute für euch, die zuschauen. Meinst du, das könnte im VfB in die Karten spielen oder spielt ihr da eh auf Halbmast, weil ihr schon das 4:1 aus dem Hinspiel habt? Ja, das 4:1 aus dem Hinspiel lässt natürlich eine sehr entspannte Ausgangssituation aus Bayern-Sicht. Es wurde auch schon berichtet, also steht fest, dass bisher noch keine Mannschaft in einem Heimspiel dann danach einen 4:1 noch verspielt hat. Also kann man da schon relativ entspannt reingehen. Es gibt ja auch jetzt schon Nachrichten, dass vielleicht sogar Nübel im Tor steht und mal seine Chance bekommt. Also ich würde es jetzt nicht so hochhängen als unbedingte Belastung. Ich kann mir auch vorstellen, dass da ein, zwei Wechsel kommen. Man hat ja auch gesehen, jetzt im letzten Spiel wurden nicht wirklich viele Spieler geschont, hätte man sonst von einem Champions League-Spiel auch machen können. Also ich denke, der Einfluss jetzt von dem Spiel am Mittwoch ist nicht so groß fürs Wochenende. Ja, da hat er schon gute Vorarbeit geleistet. Das müssen sagen, generell, weil so von außen stehen, ich habe jetzt nicht dieses Bayern-Spiel gesehen, wirkt das schon so, als wärt ihr schon einen Ticken schwächer als doch in eurer Wir gewinnen alle Saison, letzte Saison. Oder wie würdest du die Saison bisher finden? Ja, schwächer kann man schon sagen. Was vor allem nachgelassen hat, ist vor allem die Abwehr. Also letztes Jahr stand man da halt überragend. In Alaba hat plötzlich einen der besten Innenverteidiger der Welt gegeben. Alphonso Davies war die Entdeckung der Saison, hat defensiv optimal verteidigt und dann hat sich noch nach vorne mit eingeschalten. Das hast du dieses Jahr jetzt nicht. Da hast du immer ein paar Wackler drin. Man sagt ja immer, die Bayern fangen auf jeden Fall das 1-0. Aber dann bist du durch die offensive Qualität in der Lage, aus meiner Sicht, eigentlich jedes Spiel noch zu drehen. Du hast es auch gegen Dortmund gesehen. Sie waren nach 8 Minuten, glaube ich, 2-0 hinten und trotzdem hatte ich nie das Gefühl, dass man das Spiel wirklich verlieren kann. Einfach durch diesen Spieler mit der Nummer 9 da vorne drin, der aktuell der beste Spieler der Welt ist. Meinst du, der knackt den Gerd Müller-Rekord? Oder Ich auf wie kann viel es steht er mir denn sehr gut mittlerweile? Ich vorstellen. weiß es gar nicht. Wie viel steht er denn? 32 oder 33 müsste er haben. Ich glaube, 32 hat er. Ja, ist denn jetzt noch? Das weißt du besser als ich, Neun fünf Spiele, ne? Spiele. Ich meine, wir haben den Ja, neun. 25. gehabt. 9 Spiele noch. Ja, und wenn du die Torquote siehst, der macht eigentlich im Schnitt fast 2 pro Spiel. Es ist, ja, ich würde es fast wahrscheinlicher sehen, dass er es noch schafft in der Saison, als dass er es nicht schafft. Ja, das war auch für den Außenstehenden schon mal ein bisschen angenehmer, das Top-Duell zu sehen, weil letzten Jahr war es immer ein 5-0, 6-0, 5-1. Da war es 4:2 war es am Ende. Schon ein Ticken interessanter, was um uns ein bisschen Hoffnung zu machen. Weil klar, wir sind gerade auf einer guten Welle als VfB, auf Platz 8 aktuell, aber trotzdem fährst du halt nach München. So, da kannst du dir erstmal nichts zurechnen. Aber was gibt's denn so, hast Abwehr schon genannt, was gibt's denn da für Schwächen, die wir vielleicht nutzen können, eben durch die starke Offensive von uns? Ja, generell kann man ja sagen, dass Stuttgart ja die Auswärtsmannschaft himself ist. Also wenn sie jetzt nach München fahren, ist es vielleicht nicht mal was Schlechtes. Haben ja auch in Dortmund geliefert. Und ein Duell, auf das ich mich auf jeden Fall freue am Samstag, ist Silas Omaha-Vitucka gegen Alphonso Davies. Also das ist so ziemlich das Schnellste, was in der Bundesliga ja, so rumrennt. Und da kann es schon einige heiße Duelle geben. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein direkter Vorteil ist. Davies ist ja doch eher offensiv orientiert. Da kann es vielleicht mal ja, hier und da eine Lücke defensiv geben bei Bayern. Aber ob das jetzt eine Schwäche ist, weiß ich nicht. Man muss halt immer schauen. Du wirst besser wissen, wer bei euch höchstwahrscheinlich im Sturm beginnt. Ob man da das Tempo so nutzen kann, um dann Vorteil gegen Alaba, Boateng, Süle oder wer auch immer da startet. Ja, das wird interessant zu sehen, weil Kalajdzic hat sich jetzt ja schon durchaus einen Ticken schwerer getan, als er gegen Hinteregger ran musste in Frankfurt. Und das wird ja nicht unbedingt einfacher gegen eure Abwehr. González ist wohl wieder bereit, würde mich aber stark wundern, wenn er von Beginn an spielt. Also wird schon Kalajdzic da vorne stürmen. Da bin ich echt mal gespannt, ob der gegen diese Abwehr dann ankommen kann. Weil natürlich macht man sich so ein bisschen Hoffnungen. Weil vom Gefühl her ist es so möglich, wie lange nicht mehr, dass es wirklich ein enges Spiel wird. Wir hatten auch ein enges Hinspiel. Habe jetzt auch mal geschaut. Die Bayern sind zumindest heimschwächer als auswärts schwächer, wenn man es so Ja. nennen kann. Also Zweiter in der Heimtabelle. Wir sind, meine ich, Vierter in der Auswärtstabelle, wenn ich es richtig aufgeschrieben habe.
Vielleicht ist da ja was möglich und wir machen uns natürlich so ein bisschen Hoffnungen durch so Spiele wie Bielefeld, wo ihr 3 zu 3 gespielt habt, durch so Spiele wie Bremen, die einen Punkt mitnehmen konnten, Freiburg, die knapp davor waren. Und auch vom Team ist ja quasi alles da. Auch ein Tommy kommt zurück. Wie sieht es denn da bei euch aus, personell? Irgendwelche großen Veränderungen, die du erwartest oder Verletztenliste? Bin da nicht so up to date. Alaba war ja jetzt verletzt gegen, ich glaube, am Oberschenkel war er verletzt gegen Bremen, da hat er nicht angefangen. Ich kann mir vor, der müsste eigentlich wieder zurückkehren. Boateng ist auch wieder jetzt eine Woche oder zwei wieder im Training. Das heißt, er ist auch ein Kandidat für die Startelf. Das ist schwer zu sagen. Natürlich, Pavard ist letzte Woche jetzt auch nach Corona wieder zurückgekehrt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die Abwehr sich relativ normal aufstellt und dann. Ich weiß, ich kann dir selber nicht sagen, warum Lucas Hernandez keine Spielzeit kriegt. Ich würde ihn spielen lassen, aber Hansi Flick sieht wohl Alaba noch als besseren Innenverteidiger, auch wenn er nach der Saison weg ist. Deswegen würde ich als Stuttgart-Fan oder auch als Bayern-Fan davon ausgehen, dass die Bayern mit Davis, Alaba, Boateng und Pavard ins Spiel gehen. Ja, was hältst du von dem Alaba-Abgang? Also ersetzt bekommt er ja 1:1 durch Upamecano, aber was so rein, du sagst emotional, weil es ja schon sehr lang bei den Bayern, glaube auch aus der Jugend von euch, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, er war auch im Internat in München, war dann kurz ausgehend nach Hoffenheim und ist dann wieder zurückgekehrt und da war da eigentlich seine ganze Karriere Stammspieler. Ich muss auch selber sagen, er war über Jahre auch mal wohl mein Lieblingsspieler, also ein Spieler, den ich immer gern zugeschaut hat, der geile Spiele gemacht hat, mit Ribéry harmoniert hat damals noch und jetzt einfach durch die ganze Situation, wie es jetzt da, also ich glaube ihm, ich kaufe ihm das leider nicht ab, weil was da bei der Pressekonferenz dann rauskam. Wo es hieß, es geht nicht ums Geld und also es ging ihm nie ums Geld. Das kaufe ich ihm aus Gründen halt einfach nicht ab, auch mit dem Berater, den er da rumrennen hat. Deswegen, ich denke, der 1:1-Ersatz ist nicht mal Upamecano. Ich denke, der ist ein Upgrade für den anderen Innenverteidigerposten, für Boateng. Lucas Hernandez wird es intern lösen und ich sehe da eigentlich jetzt nicht schwarz, dass ein Alaba-Abgang jetzt so tief schmerzen würde. Ja, wo geht er denn hin überhaupt, der Alaba? Weil das Ding ist ja, ihr habt ja letztes so alles gewonnen. So, er kann gefühlt nicht upgraden. Wo geht er denn hin? Ja, normalerweise würde ich schätzen, dass er nochmal was anderes machen will. England sehe ich ihn einfach nicht, dadurch, dass da solche bulligen Stürmer rumrennen, wie einen Harry Kane, einen Jamie Vardy und wie sie alle heißen. Klar, da ist auch viel Tempo dabei. Man City, Man United haben auch viele Spieler mit Tempo. Aber auch das ist nicht sein Spiel. Ich denke, durch seine technischen Qualitäten, durch seine Qualitäten auch im Aufbauspiel, ist er ein Kandidat für Spanien. Sollten die sich ihn halt leisten können. Da gibt es Barca, da gibt es Real. Ich Ja, weiß klar. nicht. Es gab ja auch schon wieder Berichte, dass er unheimlich viel Geld auch da fordert und auch die werden nicht alles mitmachen. Ja, wo sind wir beim Thema Sinn? Was heißt nur generell so vom Kader, von Transferpolitik? Was muss da gemacht werden im Sommer, um vielleicht nochmal so eine Saison zu erleben, wo du alles holst? Ja, jetzt ist ja die Saison, gut, der Ausrutscher in Kiel, den hast du gehabt. Das ist halt so, passiert mal. Sollte nicht passieren, aber ist passiert. Bist trotzdem noch auf bestem Weg ins Champions League Viertelfinale. In der Meisterschaft zieht es auch. Kann man ganz sagen, ganz Die gut werdet aus. ihr auch holen. Ja, davon würde ich auch ausgehen. Also eigentlich ist noch alles im Lot, wenn du jetzt nicht den Ausrutscher in Kiel gehabt hättest. Und von den Transfers, ich finde Upamecano ist ein Hammer-Transfer. Ich finde es auch gut, dass man den in der Bundesliga gehalten hat. Also ich hätte es, klar, der hätte auch bestimmt auch nach England gepasst. Die Wucht, die der hat, das Tempo. Aber ich finde es gut, dass er in der Bundesliga bleibt und freue mich auf den auch. Ich denke, dass er die Abwehr nochmal deutlich upgraden wird, dass er mit Hernandez nächstes Jahr ein sehr gutes Duo abgeben wird. Und ja, du hast halt auf Linksverteidiger, hast du mit den schnellsten Spielern in der ganzen Liga, vielleicht auch den schnellsten den schnellsten Spieler in ganz Europa und auf Rechtsverteidiger halt Pavard. Also nichts geht, nicht despektierlich gegen den, Nix der macht seinen hingunsten Job. Pavard. Er macht es nicht schlecht, auch defensiv, Ja, aber da ist er da ist schon schon ein Upgrade solide. möglich. Da ist schon ein Upgrade möglich. Das sieht bei uns ja ähnlich aus. Da könnte auch rechts, da ja vielleicht Mavropanos vermutlich im Sommer geht, vielleicht haben wir nochmal geliehen, aber rechts ist bei uns auch so eine Schwachstelle. Und Tempo ist halt das neue Kennzeichen von so einem Außenverteidiger und das hat Pavard halt nicht. Ich denke, dass er, wenn die Bayern ja jetzt einen Außenverteidiger finden, dass Pavard auch eher der Innenverteidiger Backup wird und dass dann auch ein Boateng vielleicht gehen darf, muss, weiß nicht. Aber ja, du hast viele vielseitige Spieler. Lucas Hernandez kann auch Außenverteidiger spielen. Also die Bayern haben da viele Möglichkeiten, aber ein Rechtsverteidiger
würde schon gut zu Gesicht stehen und man hat noch immer noch das Gerücht mit Florian Neuhaus oder Ja. einem Saúl Núñez von Atlético. Sowas kommt halt auf bei so einem großen Verein. Ja, aber Gerüchte ganz vorne irgendwie nicht, ne? Habt ihr da, bleibt ihr wirklich auf dem Ding nach dem Motto, okay, wenn Lewandowski verletzt ist, spielt er Choupo-Moting? Oder das ist das Erste, auch wenn ich mir Dortmund anschaue, da fehlt für mich ein Top-Mann hinter Lewandowski oder hinter Haaland, wenn die mal verletzt sind. Gibt's da Gedanken oder bleibt ihr immer auf diesem Stiefel? Früher war es ein Wagner, ein Pizarro, jetzt ist es ein Choupo-Moting. Ich finde, also zwischenzeitlich habe ich auch gedacht, oh nee, jetzt spielt der Choupo-Moting schon wieder und warum muss das jetzt eigentlich sein? Aber man kann ja generell sagen, wie oft war Lewandowski in den letzten Jahren verletzt? Ja. Klar ist es eigentlich keine Sache, auf die du dich stützen solltest. Es ist auch immer, da, es kann plötzlich passieren, dann ist Lewandowski mal 2, 3, 4 Monate raus und dann stehst du halt da. Aber ich denke, dass sie weiter so machen wird. Es gibt auch Gerüchte, dass Choupo-Moting dass er im Kader so akzeptiert ist und dass sie zufrieden sind damit, dass er jetzt nicht aufmuckt und dass der wahrscheinlich gehalten werden wird. Er hat jetzt zwischenzeitlich sogar mal linker Flügel gespielt. Also ist jetzt nicht unbedingt gut für Douglas Costa, dass er nur noch fünfter Außen ist oder sechster Außen, Ja. was weiß ich. Aber ich bin relativ zufrieden mit Choupo-Moting. Er ist jetzt nicht negativ aufgefallen. Er motzt nicht, weil er nicht spielt. Ja. Und das zeichnet so einen zweiten Stürmer Bayern aus. Du wirst keinen Spieler finden, der sich da gern hinten hinsetzt. Und dann gibt es ja immer noch dein Liebling Jan-Fiete ab. Ja, logisch. Der ist immer dabei. Der Jakob hat leider abgegeben von uns zu Union. Aber ja, das ist ja nur das, was so als Außenstehender so ein bisschen auffällt. Da fehlt der Topmann auf Nummer 2 quasi, aber klar, da setzt sich halt auch erstmal kein Topmann hinten ran. Das sind halt genau die Leute wie Choupo-Moting oder so und der macht ja seinen Job da auch gut. Gehen wir mal zur Trainerbank. Meine Rummenigge hat schon quasi ein bisschen abgetötetes Gerücht, aber es ist ja immerhin immer noch da. Denkst du, Flick könnte tatsächlich der Nachfolger von Löw werden? Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt der direkte Nachfolger wird. Ich kann mir schon in Zukunft vorstellen, dass Flick ein geeigneter Nationaltrainer wäre. Aber ich sehe es jetzt nicht im Kommen. Einfach durch die letzte Saison. Er hat 6 Titel geholt. Ja, Kommen wir um alles die ganzen einfach. kleinen. Ja, er hat alles gewonnen, was man als Trainer so gewinnen kann in Europa. Und ich denke, der wird damit noch nicht am Ende sein. Klar, kannst sagen, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Aber das war seine erste Saison. Er hat noch nicht mal. Doch, jetzt hat er eine komplette Saison. Er hat jetzt mehr als eine Saison, weil er ja im Jahr gekommen ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er das Projekt, dafür macht es ihm wahrscheinlich auch zu viel Spaß. Wie viel Spaß kannst du haben, als die beste Mannschaft der Welt aktuell zu trainieren? Wie Ja. viel mehr Spaß kannst du da bei der Nationalmannschaft haben? Deswegen, ich sehe ihn in Zukunft irgendwann vielleicht mal als Nationaltrainer, wenn dann vielleicht auch ein Julian Nagelsmann reif ist für die Bayern oder sowas. Ja. Dann sehe ich das absolut. Ich denke aber, dass aktuell eher so Kandidaten wie Stefan Kunz, wenn es vielleicht bei Klopp nicht mehr weiter nicht so läuft, Ja. das fände ich natürlich super für die Nationalmannschaft. Oder vielleicht sogar die Superlösung Lothar Matthäus. Ja, ich glaube auch, ich würde es sehr wundern, wenn Flick jetzt wirklich jetzt schon sagt, nö, okay, ich mache Nationaltrainer. Klopp ja auch, lustigerweise auch Welttrainer geworden, obwohl Flick alles geholt hat. Aber Klopp ja auch schon abgelehnt quasi, auch wenn es ja nicht so top läuft. Aber die beiden werden jetzt noch nicht Kandidaten sein, aber später auf jeden Fall. Bin mir auch nicht ganz sicher, wen ich da als Nationaltrainer sehen will, ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber dann wirklich könnte ja wirklich, was schon ein bisschen Gerüchten ist, so ein Trainerkarussell stattfinden. Da geht der Flick Nationaltrainer, ihr holt euch einen Nagelsmann und unser Matarazzo landet bei Leipzig, so doof gesagt. Wenn man jetzt in Richtung von 2023 gehen, wo er ja eine Ausstiegsklausel hat, bis er da das Vertrag ausläuft. Zum Glück noch Ja. Zukunftsgeplänkel, aber da kann das Bundesliga-Karussell wieder angestoßen werden. Bin mal gespannt, ob da mal in die Richtung was passiert. Meine Liga haben wir quasi schon abgehakt. Wir haben jetzt natürlich schwierigeres Programm. Jetzt kommen wir erstmal. Immer noch Aufsteiger, aber trotzdem wegen der Auswärtsstärke bestimmt auch kein Team, wo man einfach so drüber läuft am Samstag hoffentlich. Länderspielpause und dann kommen die Leipziger auswärts. Wie sicher bist du dir, haben wir vorhin schon kurz gehört, aber wie sicher bist du dir um die Meisterschaft? Ja, also eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass da was passiert. Dafür sind die Bayern zu erfahren, zu abgeklärt. Was sind denn da für Leute rum? Wie viele Bundesligaspiele sind da im Kader? Also es würde mich massiv wundern, wenn da irgendwas passiert. Aber es gibt ja jetzt auch schon Berichte, einfach durch die Corona-Problematik, dass Spieler, die bei Länderspielen sind, ich glaube, Lewandowski ist es, Davis ist es und Alaba müsste es sein, dass die vielleicht gegen Leipzig fehlen könnten. Ach so, Natürlich, es ist ja. jetzt noch ein paar Wochen bis dahin hin. Oder was, paar Wochen? In 2 Wochen müsste es sein. Ne? Also
Da wird nochmal drüber geredet werden, ob man da was irgendwie was regeln kann, ob es da Ja. Ausnahmegenehmigungen gibt. Aber es würde natürlich schwer wiegen, wenn die gegen Leipzig ausfallen Ja, würden. klar. Leipzig, ich find, man kann sagen, Leipzig spielt so noch eine weiter optimierte Form vom VfB-Fußball sogar. Also Ja, kann man offensives schon so sagen, ja. Anlaufen, viel Pressing, ja, einfach voll Attacke und gehen immer voll ins Risiko. Ja. Was Leipzig aus meiner Sicht noch fehlt, zu einer absoluten Top-Mannschaft und zu wirklich einem Konkurrenten, auch wenn Bayern diese ab und zu mal gepatzt hat, ist halt ein Stürmer, der dir 20, 25 Tore Ja, gibt. eben. Und ihr fahrt ja zur Heimmacht. Das ist ja der einzige Rang, wo ihr nicht auf Nummer 1 seid, das ist ja die Heimtabelle. Und da müsst ihr dann nach Leipzig, die eben Nummer 1 sind, hinter Heimtabelle. Also Liga ist für mich auch rechtssicher, dass das Thema erledigt ist, so normalerweise. Da könnt ihr auch, man kennt ja das Gelabere, ihr könnt mit 50% spielen, holt die Liga trotzdem. Was mich interessieren würde noch zum Abschluss, bevor wir zur Prognose zu unserem Spiel kommen, wen siehst du als am gefährlichsten für die Champions League? Weil wir geben einfach mal, wir geben mal den Fall durch. Lazio fertig und weiter Viertelfinale wird, glaube ich, am Freitag ausgelost, morgens oder mittags. Wen siehst du da als ernste Gefahr? Ja, wir können ja mal durchschauen. Also PSG ist ja weiter, Liverpool ist weiter. Es sind, also wenn wir von denen zweimal reden, Liverpool, zwei in der Liga, ja, schwammig und inkonstant. Aber ich denke, dass die in zwei Spielen, wenn Klopp die hundertprozentig motiviert und ihn einredet, es sind jetzt nur zwei Spiele, scheiß auf die Liga, dass Naja. die immer gefährlich werden können. PSG mit Neymar und Mbappé hat man letztes Jahr gesehen in der Champions League, dass die weit kommen können, dass die gefährlich sind. Ja. Mbappé für mich auch, boah, Ja, einfach ein Wahnsinn. brutal starker Spieler, kann man, der hat alles, was man braucht. Und der Neymar sollte auch demnächst mal wieder von der Verletzung zurückkommen. Es ist ja Ja. jetzt mal der Geburtstag von seiner Schwester, müsste ja jetzt rum sein. Und Geil. dann, ja, was gibt's noch? Wer ist noch weitergekommen? Na gut. Dann sind wir fast schon durch. Dortmund ist noch weiter. Und dann Ja. werden vermutlich ja Madrid weiterkommen. City wird noch weiterkommen. Chelsea Atletico ist noch recht eng und dann kommt ihr noch weiter. Für mich ist da wirklich auch so, dass mit der Top-Kanadier tatsächlich Liverpool. Eben weil wir wahrscheinlich mittlerweile sagen, komm, in der Liga wird es fast sogar ein bisschen knapp, noch in die Champions League zu kommen. Dann lasst den Bums einfach gewinnen und sind wir auch wieder drin. Ja, Das ist Liverpool, dieses Turnierding von Liverpool. Die sind in du der hast Champions League dieses bisher so Potenzial. Ja. durchgelaufen wie noch nie. Also ich. So ein kleiner Geheimtipp, auch wenn es eben in der Liga nicht so top läuft. Ja, du hast dieses Offensivtrio, das dir mit ein paar Aktionen jedes Spiel entscheiden kann. Was ich an Liverpool halt nicht sehe, ist, also selbst wenn sie jetzt in den Shootout mit Bayern gehen und es wird ein Shootout werden, weil die Bayern defensiv nicht so stabil sind wie letztes Jahr und Liverpool einfach die Verteidiger fehlen, um auf Ja. allerhöchstem Niveau da zu verteidigen, kann ich nicht sehen, dass sie, ja, dass sie Lewandowski ein ganzes Spiel verteidigen können. Das sehe Ja. ich zwar bei Bayern und ihre Offensive ja auch nicht, aber nochmal Lewandowski gegen den Kabak, gegen den Phillips, Das ist Fabinho, unsere Verteidigung. Henderson. Ja, da ist schon wildes Zeug dabei. Ja, Also ja. allerhöchstes Niveau ist dann schon schwierig. In Abwehr fehlt da schon was. Ich glaube, Van Dijk ist da gefühlt komplett raus. Hier Henderson, Fabinho sind immer wieder da, immer wieder verletzt. Ich meine, jetzt gegen Leipzig haben sie es gut gemacht. Kabak und Phillips, ich glaube, auch jeweils irgendwie mehr auf dem Match geworden und so. Ist ja quasi unsere Verteidigung oder mit VfB-Vergangenheit. Kabak die Halbserie und Phillips jetzt letzte Saison ausgeliehen gewesen zu uns. Aber da wird es dann mir am Ende auch fehlen. Und da sind die Bayern einfach auch noch ein bisschen eiskalter als die Leipziger, weil vor allem im Hinspiel waren die Leipziger wirklich nicht weit weg davon. Die haben nur ihre Chancen einfach nicht genutzt. Kommen wir mal zu unserem Ja, Spiel da dann. fehlt der Stürmer. Ja, eben. Also erstmal. Ganz genau. Den wir hoffentlich am Samstag kaltgestellt bekommen mit Lewandowski. Wird nicht einfach. Bin mal sehr gespannt, unsere Dreierkette dagegen Spaß haben wird oder halt eben nicht. Wir reißen da an mit natürlich der typischen Statistik, die du halt in München hast. Letztes Mal gewonnen 2018, der 4:1 Auswärtssieg dann am letzten Spieltag, aber davor das letzte Mal gepunktet und tatsächlich auch gewonnen. Also unentschieden spielen wir quasi nie in München, war dann 2010. Also wir fahren natürlich statistisch nicht wirklich top nach München. Was wäre denn so auch wirklich vom Zahlenergebnis her dein Tipp für den Samstag? Also mich würde es tatsächlich nicht wundern, wenn die Bayern einmal mehr durch das Pressing in Verlegenheit geraten würden und 1-0 sogar in Rückstand geraten. Also ein Gegentor erwarte ich Also wie im mir Hinspiel. ja, so ziemlich sicher, also ähnlicher Verlauf. Und ja, dann, wie schon gesagt, ist die Offensivreihe aktuell so im Kommen. Denn Sané wird immer stärker. Coman ist auch einer der besten Außen aktuell ja, in Europa, auf der Ja. Welt.
nachdem wie man es sieht. Und dann hast du vorne Lewandowski, der dir normalerweise ein bis zwei Tore gibt. Also ich würde mit einem 3-1 Heimsieg gehen. Ja, also wenn ich einen ganz realistischen Tipp mache, dann wird es wahrscheinlich wirklich gefühlt wie das Hinspiel. Du gehst vielleicht eine Führung oder bist auf jeden Fall lange dabei. Werden keine Spiele, wo wir uns 6-1 abschießen lassen oder so. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Aber am Ende des Tages haben wir die individuelle Klasse. Da können wir noch so viele Chancen haben, noch so gut hinten drin stehen. Gebt mir Lewandowski, wie zum Beispiel das 2 zu 1 aus dem Hinspiel war es, glaube ich, oder das 1 zu 2. Gebt dem mal 16 einen, Meter oder ja, sowas, ne? gebt dem halt einen halben Meter zu viel Platz und das Ding ist drin. Deswegen. Realistischer Tipp ist für mich auch so ein 2-1-3-1, einfach wegen so einem Konter am Ende noch, ähnlich wie im Hinspiel. Der hoffnungsvolle Fanbrillentipp ist, dass er da vielleicht à la Bremen, à la Bielefeld mit Ach und Krach irgendwie ein 1-1, ein 2-2 irgendwie abbringen kannst. Aber im Normalfall fährst du einfach nach München, das sogenannte Sonderspiel, auch wenn es keiner hören will. Aber wir können da auch wirklich mit so wenig Druck wie seit Jahrhunderten nicht mehr hinfahren. Wir sind gefühlt durch und können da wirklich einfach weiterhin Spaß am Fußball haben, den wir bisher haben. Und dann würde ich sagen, haben wir quasi genau den gleichen Tipp. Ich denke, die meisten, die das realistisch sehen, werden den Tipp auch mitgehen. Enges Spiel, am Ende holen sie Bayern halt trotzdem, weil sie einfach individuell besser sind. Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du dabei warst. Sehr gerne. Danke fürs dabei sein dürfen. Ja, klar, sehr, sehr gerne. Wie gesagt, check den Podcast von ihm ab, wer hier quasi von meiner Zuschauerschaft quasi auch an Football interessiert ist, sehr gerne vorbeischauen, ist verlinkt. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vorbericht kommt natürlich noch am Donnerstag dann, wo es natürlich ein bisschen spezifisch um VfB geht dann. Ihr kennt ja den Vorbericht mittlerweile. Und dann, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir freuen uns auf ein gutes Spiel, Stream am Samstag und dann bis zum nächsten Mal.